Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und heute besprechen wir mal 10 Fragen an einen Piloten, die ihr euch wahrscheinlich nicht traut, ihn direkt zu fragen. Ich habe es natürlich euch ein bisschen einfacher gemacht, ich habe mir die Fragen selber gestellt und die Antworten hört ihr jetzt in diesem Video. Nach einem kurzen Intro geht's los, also viel Spaß! Karibe. Die erste Frage ist eigentlich auch die Frage, die mir am häufigsten gestellt wird. Und zwar, arbeitest du eigentlich selbst oder fliegt eigentlich nur der Autopilot? Das ist eine sehr interessante Frage, weil viele denken, dass der Autopilot allmächtig ist. Dieser Autopilot kann alles machen. Aber das stimmt nicht. Ein Autopilot ist einfach nur ein schönes Tool, was uns dabei hilft, etwas weniger Stress bei der Arbeit zu haben. Sehr zu vergleichen mit einem Tempomat bei einem Auto. Ihr sagt ihm, welche Geschwindigkeit und der Tempomat hält diese Geschwindigkeit. Der wird aber nicht reagieren beim Linksabbiegen, beim Rechtsabbiegen oder. Beim Flugzeug ist das Thema natürlich ein bisschen komplex, aber ein Autopilot denkt nicht mit und der Autopilot macht nur das, was wir ihm davor sagen. Also das Denken übernehmen wir. Und da das Denken sehr viel ist während eines Fluges, ist es hilfreich, ein Tool zu haben, den Autopiloten, der etwas von der Arbeit abnimmt und einer Route automatisch folgt, die wir ihm natürlich vorher programmiert haben. Frage Nummer 2, und diese Frage höre ich auch am häufigsten. Kannst du Drogen schmuggeln? Durch die ganzen Filme, so wie Narcos, kommt das ja manchmal so rüber, dass es sehr einfach ist, in der heutigen Zeit als Pilot Drogen zu schmuggeln. Mal davon abgesehen, dass ich mit Drogen überhaupt nichts am Hut habe, würde ich es auch nicht versuchen wollen. Weil wir Piloten müssen genauso durch die Sicherheitskontrollen und müssen halt auch durch den Zoll, wenn wir an irgendeinem Flughafen abfliegen oder halt auch irgendwo landen. Also auch wenn wir das versuchen wollen würden, würden wir auf dieselben Hindernisse stoßen als die Passagiere. Bei den Piloten ist das so, dass wir sogar manchmal mehrmals gecheckt werden, weil da ein größerer Sicherheitsaspekt dahinter ist. Also, ob ich Drogen schmuggeln kann? Rein theoretisch ja, so wie jeder normale Passagier. Mache ich's? Nein, da ist mir die Lizenz doch wichtiger. Frage Nummer 3. Warst du schon mal kurz vor dem Absturz? Und die kann ich einfach beneinen. Nein, war ich noch nicht. Und ich werde natürlich alles dafür tun, um halt nicht in eine gefährliche Situation zu kommen. Komme, was wolle. Ich bin dafür geschult. Ich muss jedes halbe Jahr in den Simulator-Check und werde natürlich alles dafür tun, um nicht mal annähernd in die Situation eines Absturzes zu kommen. Frage Nummer 4. Ist es überhaupt ein geiles Gefühl, so viel Macht über die ganzen Passagiere zu haben im Flugzeug? Ja, also gemischt. Also A, ist es cool, weil man sehr viel mit den Leuten arbeitet und alle Leute, die jetzt hinten drinne sitzen, glauben an dich, dass du das schaffst. Also das erzeugt aber auch einen unbewussten Druck, weil du hast die Verantwortung für die Passagiere, die hinten sitzen, für deren Kinder, Gepäck und, alles, was transportiert wird. Und der Chef gibt mir so gesagt die Verantwortung über das Flugzeug, das mehrere Millionen Euro kostet. Also, ob das ein geiles Gefühl ist? Ja, von der technischen Sicht her, weil nicht viele können ein Flugzeug fliegen, aber ein gewisser Druck bzw. Respekt vor dem Ganzen ist natürlich immer vorhanden. Ziehst du manchmal die Uniform an, um Frauen aufzureißen? Nein, die Uniform ist zum Arbeiten da und nicht irgendwo im Club irgendwelche Frauen anzusprechen. Ich kenne Kollegen, die nutzen das gerne, laden Bilder in Uniform auf Tinder hoch, um halt besser bei Frauen zu landen. Aber ich bin glücklich vergeben, ich habe eine Freundin und ich brauche das nicht. Ich komme ins Hotel, natürlich hast du eine Uniform an, wenn du zum Flug gehst oder vom Flug kommst. Aber ich bevorzuge dann doch die Badehose und lege mich dann ganz gechillt an den Pool. Frage Nummer 6. Wie schlimm ist es eigentlich, mein Handy anzulassen? Na gut, wenn du der Einzige bist, der das Handy anlässt, ist das, glaube ich, kein Problem. Aber wenn die kompletten ersten 10 Reihen die Handys an
haben und das sind halt einfach mal 30, 40 Personen, die da sitzen, kann das natürlich für uns unangenehm werden. Es stört dir jetzt nicht die GPS-Signale vorne im Cockpit, das nicht, aber es kann zu Rückkopplungsgeräuschen im Cockpit hören, also dieser Ton. Und das ist ganz schön nervig, besonders wenn man in den kritischen Phasen, zum Beispiel beim Rollen und beim Takeoff, der Flugüberwachung genau zuhören muss, um genaue Anweisungen zu befolgen. Und im Falle eines Notfalls seid ihr von eurem Handy abgelenkt und könnt nicht den Anweisungen der Besatzung ordentlich folgen. Deshalb schaltet bitte eure Handys in den Flugmodus und schreibt euren Liebsten, wenn wir gelandet sind. Ich habe letztens mit meiner Mutter telefoniert und wie ihr auch in den Vlogs gesehen habt, war ich in letzter Zeit sehr viel unterwegs. Wir 4 Tage auf Palma, in Faro und. Und da hat meine Mutter mich gefragt, brauchst du eigentlich noch Urlaub? Du hängst doch sowieso schon in den schönsten Hotels Europas ab. Das stimmt leider so nicht. Klar sieht das halt immer so aus, dass wir sehr, sehr viel unterwegs sind und wir dann in den schönsten Hotels entspannen. Aber halt, wenn man 3 Stunden fliegt, ist das so eine Kopfsache. Also du wirst einfach müde. Und dann kommen halt noch Temperaturunterschiede dazu. Zum Beispiel hier ist es kalt in Deutschland. Man kommt nach Mallorca, man hat es auf einmal 32 Grad. Man hat 13 Stunden gearbeitet und ist einfach nur müde. Man möchte dann halt einfach nur schlafen. Dann ist das nicht eine richtige Entspannung, sondern halt eher ein Ausruhen vor Ort. Und das ist halt auch so dafür gedacht. Also wir haben keinen richtigen Urlaub. Also wir können nicht einfach das machen, was wir wollen. Und außerdem haben wir ja noch Kunden. Also auch wenn wir jetzt 4 Tage irgendwo sind, können wir jeden Tag rausgeholt werden, wenn unser Flug weiter verkauft wird. Also so richtig Urlaub ist das nicht. Man ist halt so gesagt immer auf Abruf, man ist auf Standby und wenn der Anruf kommt, muss man auch zum Flughafen laufen. Also so richtig Urlaub ist das nicht. Außerdem müssen wir sehr, sehr viele Tests während unserer Pilotenkarriere machen, um halt immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Und das hebe ich mir auf für sonnige Tage irgendwo in Spanien oder in Italien. Frage Nummer 8. Was passiert eigentlich, wenn sich das Fahrwerk nicht ausfahren lässt? Na gut, also es kommt halt immer auf den Flugzeugtypen drauf an, aber bei uns ist das zum Beispiel so, dass unser Fahrwerk elektronisch ausgelöst wird und dann hydraulisch ausgefahren wird. Falls dieses System versagt, gibt es noch ein zweites Notfallsystem. Dabei entriegeln wir die Sicherung des Fahrwerkes. Das Fahrwerk wird nur durch einen Pin gehalten und diesen ziehen wir dann raus und das Fahrwerk fällt dank der Gravitation einfach runter. Um das dann halt zu verlocken, haben wir Stickstoff an Bord, den schießen wir dann so gesagt in die Zylinder und das Fahrwerk rastet unten ein. Das ist natürlich nur ein Notfallsystem und ein Fahrwerksversagen ist sehr, sehr selten in der Geschichte der Luftfahrt. Frage Nummer 9. Über was reden Piloten eigentlich die ganze Zeit im Cockpit? Von dem Triebwerk anlassen bis 10.000 Fuß Höhe gilt das sterile Cockpit. Heißt, wir tauschen uns nur über luftfahrtrelevante Sachen gerade aus. Wo geht's lang? Was müssen wir machen? Wir hören der Luftüberwachung zu. Wir bestätigen uns das gegenseitig, um halt keine Fehler zu machen. Unter 10.000 Fuß ist so gesagt die kritische Phase. Und dort geht's halt auch wirklich nur darum, was gerade wichtig ist. Also, okay, wir müssen jetzt das machen. Wir lesen die Checklisten. Wir kontrollieren das. Wir tauschen uns nur über Sachen im Cockpit aus. Über 10.000 Fuß im Reiseflug, so gesagt, bis wieder im Sinkflug bis 10.000 Fuß, kommt es auf die Piloten drauf an. Und wir sind halt auch nur Menschen und unterhalten uns dann halt auch gerne über andere Dinge. Unter 10.000 Fuß im Sinkflug dann gilt wieder das sterile Cockpit. Wir unterhalten uns nur über wichtige Sachen, machen unsere Checks, machen unsere Checklisten bis zur Landung und bis das Triebwerk dann aus ist. Und dann verabschieden wir uns wieder von den Passagieren und wir sehen einfach wieder ganz normale Menschen, die sich über ganz normale Themen unterhalten. Also nichts Besonderes. Frage Nummer 10. Was war deine gefährlichste Situation bis jetzt? Ja, es war Sommer in Spanien während meiner Flugschule und ich bin mit einem Kumpel 3 Stunden geflogen,
Also das war Teil der Ausbildung, Überlandsflüge. Und wir waren jung, unerfahren, sind gestartet und aus Jeddah und Re sind Richtung Sabadell geflogen. Bis dann ich bemerkt habe, dass die Tankanzeige, also beide Tankanzeigen, auf Null stehen. Das hat uns natürlich verwundert, weil wir sind eigentlich mit dem Gedanken rausgeflogen, dass die Tanks voll sind. Also wir haben ja nochmal geguckt und mit den Augen überprüft, ob die Tanks wirklich voll sind. Und unserer Meinung nach war es halt auch so. Was wir dann in der Situation gemacht haben, ist, wir sind erstmal gesunken, bis wir Handynetz hatten und haben halt unseren Fluglehrer angerufen. Unser Fluglehrer meinte, dass das manchmal bei dem Flugzeugtypen vorkommt, dass die Tankanzeige springt und wir sollen halt einfach nur einmal mit dem Finger dagegen schnipsen. Gesagt, getan, die Tankanzeige hat wieder funktioniert und nach dem Neustart des Motors dann auf dem Boden ging die Tankanzeige wieder. Aber die Mechaniker haben dann trotzdem nochmal die Tankanzeige überprüft, um halt nicht den nächsten Flugschüler in den Wahnsinn zu treiben. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen dieses Videos. Ich hoffe, ich konnte so ein bisschen Licht ins Dunkle bringen und 10 unangenehme Fragen für euch beantworten. Unter anderem auch vielen Dank für 165 Abonnenten. Guckt gerne hier mein neues Video und guckt auch gerne bei meinem Podcast vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao, ciao.